Wir kommen jetzt mal zu etwas ganz anderem, also geografisch-technisch. Und zwar Yancy Derringer war eine Fernsehserie, westernbasiert. Schalt mal in die Kamera, ich hoffe, man sieht. Okay, lassen wir hier stehen. Alle deutschen Folgen, das sind glaube ich 26 Stück, 4 DVDs, ganz nettes Booklet dabei, mit einigen ganz netten Informationen dazu. Ist schwarz-weiß, obwohl das Foto natürlich bunt ist. Ist schwarz-weiß. Wurde so Ende der 50er Jahre produziert, USA. Und irgendwann habe ich mir mal überlegt, man macht öfters mal einfach mal so überlegen, was gab es denn eigentlich ganz früher so im Fernsehen. Ich habe eigentlich ja alles gesehen, was jemals im Fernsehen gab. Und als überlegt und überlegt, was ist, und irgendwann hatte ich mal so ein Bild im Kopf, ja, einfach so ein Bild im Kopf, das diesen Indianer da gezeigt hat und diesen Typ im Anzug mit Hut und so weiter. Kann ich mal das Licht wieder anmachen, Mann? Ich fasse es nicht. Oder gib mir die Sonnenbrille. Es bringt mich halt so ein bisschen raus, gell? So ein bisschen bringt es mich schon. Das Licht ist ab. Kann das Licht mal ausmachen? Es stört schon ein bisschen das Licht. Es stört irgendwie schon ein bisschen. Ja, du hast verbockt, Alter. Das Licht aus, Mann. Ich krieg die Grätze, drück irgendwo drauf. Oh Mann. Ja, probier. Oh Mann. Alter. Entschuldigung, gell? Entschuldigung, aber es gibt ja technische Probleme. Ah, für die 8,50 ist er echt überbezahlt, gell? Oh Mann. Was sagt das Publikum? Es ist Sendezeit, gell? Sendezeit. Und die Werbeeinnahmen sind nicht so, wie ich es gerne hätte. Ja, okay, mach das so. Dein leuchtender Finger irritiert mich deutlich weniger, ja. Und wenn er durchbrennt, dann müssen wir es filmen, ist klar. Okay, Yancy Derringer. Und irgendwann hatte ich mal so, hab irgendwie mal rumgegoogelt nach irgendwelchen Western-Serien aus den 60ern oder sowas. Und dann habe ich schon so ein paar Bilder gesehen und dann war es klar, ne? War dieser Indianer, der hat da hinten drin so ein Messer gehabt, das hat er immer so rausgezogen und dann hat er noch so eine doppelläufige Flinte gehabt, so Schrotdings, die hat er so neben so hängen gehabt, die hat man auch nicht so richtig gesehen. Und dieser Typ, der Yancy Derringer, der hat so einen kleinen Revolver gehabt, also eine Pistole, kein Revolver, und es war wohl Derringer oder so, ne? Er hat so einen Ärmel gehabt, der hat so rausgefuchtelt, ne? Und dann kam es irgendwie, also Yancy Derringer, gab's mal. Und dann habe ich vor 2 Jahren das Teilchen auf dem Flohmarkt gesehen. 2 Euro, ja, 4 DVDs, alle 26 Folgen. Und dann musste ich es natürlich kaufen. Und ich war echt happy, ja, kann ich wirklich nur empfehlen. Spielt kurz nach dem Bürgerkrieg in New Orleans. Dieser Yancy Derringer ist so ein Lebemann, schon so ein bisschen was mit Geld. Ist eher so ein Spielertyp, eher so ein Gentleman, auch natürlich ein Schlitzohr und der alle möglichen Abenteuer erlebt. Er ist auch irgendwie so ein bisschen was wie ein Geheimagent. Ne? Ja, auch so ein bisschen sophisticated, der Mann, so ein bisschen gebildet. Er löst es eigentlich meistens auf eine recht sympathische Art. Ne? Wobei es gibt natürlich schon auch so ein bisschen Prügel und so weiter. Und was mir irgendwie aufgefallen ist, die Musik ist ganz gut. Ja? Da sind auch die Originalmusik Vor- und Abspende drauf. Da singt dann so ein Typ, Yancy Derringer, Yancy D. Also sollte man, falls man es mal vergessen hat, und so alt ist wie ich, sich auf jeden Fall mal zulegen. Ist nicht so teuer, wenn man es neu kauft. Und was mir auch noch aufgefallen ist, wie gesagt, Produktionsjahr 58 oder sowas, dass gewisse nicht weiße Ethnien in dem Film relativ positiv behandelt waren. Ja? Also dieser Indianer, ein Freund von Yancy, der hat ihm das Leben gerettet, deshalb ist er jetzt immer dabei, der ist stumm und passt immer so ein bisschen auf den Yancy auf.
der wird zwar nicht überall reingelassen, ja, das spielt ja oft in so Salons, Loons und in den Büro und so weiter, Spielehüllen. Der wird nicht überall reingelassen, ne? Manchmal heißt es, ne, du musst draußen warten. Aber er ist auch oft dabei, ja? Er ist auch oft dabei. Ne? Er kommt nicht überall. Und es wird ihm sogar auch manchmal so die Hand geschüttelt, ne, von so Offiziellen. Zuerst natürlich Jensi und alle anderen. Und zum Schluss kriegt er aber auch die Hand geschüttelt. Ne? Ein paar Hu. Das heißt, glaube ich, der Wolf, der im Wasser steht oder so. Und irgendwann in einer der ersten Folgen, er wurde in Deutschland übrigens so 68, 67 ausgestrahlt. Und daran kann ich mich schon so ein bisschen erinnern, ganz dunkel, konnte ich. Irgendwann kommt er auch mal in so eine Spielhülle rein, ja? Roulette und Kartenspiele. Und da ist eine Chinesin und die Chinesin ist keine Köchin, sie ist nicht beim Eisenbahnbau beschäftigt und sie ist keine Wäscherin, sondern sie ist irgendwie sowas wie eine Managerin von diesem Spielsalon. Fand ich für die damalige Zeit auch relativ bemerkenswert. Ne? Man kennt ja den Hop Sing aus der Bonanza, das war der verrückte Koch, aber er war halt so ein bisschen verrückt und auch der Koch, ne? Der alte Hop Sing. Ja? Aber die Dame ist keine Prostituierte, sondern sie ist die Managerin von irgendeiner Position in dieser, in diesem teuren Spielsalon. Und die wird auch entsprechend behandelt. Ne? Also durchaus mit Respekt. Ne? Und dann, in der einen Folge, die ich heute gerade mal wieder gesehen habe, verabschiedet sich sogar irgend auch so eine honorige Person ganz zum Schluss von dem schwarzen Türsteher in diesem Spielsalon. Ja? Also verabschiedet sich bei jedem. Ne? Und ganz zum Schluss, bevor er rausgeht, auch vor dem schwarzen afroafrikanischen Diener, der da die Tür auf und zu macht. Ich meine sogar mit Handschlag, bin mir ganz sicher, aber explizit Verabschiedung. Fand ich ganz okay. Ne? Ich finde das ganze Ding ganz okay, ist ganz nett irgendwie. Auf jeden Fall mal reingucken. Danke.